Wir haben uns sehr über den Preis gefreut. Es ist so wichtig für uns, den zu erhalten, weil er in dieser Arbeit ausgezeichnet hat, für den Deutschen Bundestag eine App zu realisieren, mit der wir gerade junge Leute ansprechen wollen. Einer der wenigen Designpreise, wo es wirklich um die Unterstützung der Wirtschaft auch geht für Design. Das heißt, nicht ein reiner Kreativ-Award, obwohl es halt um die Kreation geht, aber der halt Unterstützung getragen von der Wirtschaft in Deutschland ist. Das ist was Besonderes. We are four passionate designers who have made this idealistic website on a very sensitive subject. So winning the award in such a atmosphere is very special. Es ist eine Bestätigung unserer Arbeit und unserer Haltung, und insofern freut es mich natürlich, wenn das nicht nur wirtschaftlich erfolgreich ist, sondern auch anerkannt wird von Fachkollegen. Was wir heute gemerkt haben bei der Preisverleihung, war dieses große Vertrauen, das uns von den Teilnehmern und von den Preisträgern entgegengebracht worden in die Marke Rat für Formgebung, in den German Design Council. Eine Marke, die natürlich seit mehr als 60 Jahren schon für Designkompetenz steht. Und ich glaube, das sind ganz entscheidende Dinge, auch die uns helfen werden, den German Design Award jetzt weiterzuentwickeln. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Rat für Formgebung. In Sachen Nachwuchsförderung finde ich einen Spitzenreiter. Der Preis ist eine wunderbare Auszeichnung und motiviert einen weiterzumachen, was manchmal nicht so einfach ist, wo man vielleicht ab und zu manchmal sich fragt, aber doch, ich fühle mich sehr gut. Wir geben uns nicht zufrieden mit einem einmaligen Erfolg, den wir hier erzielt haben. Wir möchten diesen Preis zu einer ganz wichtigen Institution innerhalb der Designkommunikation ausbauen. Und ich denke, deshalb werden wir sehr, sehr viel auch an Überraschenden noch zu bieten haben für die Zukunft und für die nächste Ausschreibung in 2013.